Hallo zu Ramadan Tag 3. Es ist unsere neue Matratze angekommen. Und zwar eine härtere, weil wir seit Jahren, seitdem wir hier wohnen, auf einer sehr, sehr weichen Matratze schlafen. Und es ist so unbequem, Leute. Und ich freue mich so auf eine neue Matratze. Ich habe so Ansprüche daran, dass ich endlich richtig schlafen kann. Also qualitativ. Weil ich glaube, ich schlafe so lange, weil ich gar nicht richtig erholsam schlafe, weil jede Bewegung schwer ist in dieser Matratze, weil die so weich ist, dass man da drin versinkt. Und wenn du dich umdrehst in der Nacht, wirst du immer wach, weil das so ist, als ob du in so einem Sumpf versinkst und du musst dich so rauskämpfen auf die andere Seite. Oh Leute, ich freue mich. Also, ich hole die jetzt erstmal hoch, weil die unten im Flur steht. Dann muss ich hier aufräumen und dann mache ich das Schlafzimmer fertig. Eine Stufe höher. Und dann noch 10 auf die nächste Stufe. Und jetzt wieder. Jetzt habe ich eigentlich Durst. Aber ich wasche jetzt mein Gesicht und meinen Mund aus. So, jetzt werde ich erstmal hier sitzen und den Ramadan-Vlog Tag 1 und 2 zu Ende schneiden, damit ich das auch hochladen kann. Und dann werde ich hier aufräumen, dann werde ich das Schlafzimmer fertig machen. So, das Video ist endlich online, das heißt, ich kann jetzt aufräumen. Ich wollte euch noch ganz kurz zeigen, dass ich ja Sahur verschlafen habe und hier ist es Toast. Ja, ich wollte auch nur eine Scheibe ganz schnell essen. Ist auch schon fast fertig gewesen. Also ich hätte es noch einmal getoastet. Ich liebe das, wenn Toast so richtig, richtig knackig und fast schon angebrannt ist. Ja, aber dann hat Emil auf einmal gerufen, es ist schon 5:02 Uhr. Und ich so, hä, ich dachte 5:05 Uhr. Und dann er so, nein. Und ich so, okay. Leute, ich habe gerade gemerkt, ich mach's mal gerade stumm. Ich habe gerade gemerkt, das ist meine geliebte... Mein geliebter Weihnachtsstern, okay? Eine Sache ist, die vertrocknen ja sehr schnell. Aber meine Oma hat es immer geschafft, dass die weiter blühen. Und diese Pflanze hier blüht auch immer noch. Falls ihr merkt, es ist ja schon, Winter ist schon vorbei. Und ich liebe die, ich rede immer mit der. Ich habe gerade vorhin gesehen, als ich sie gegossen habe, dass sie befallen ist. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hier seht. Hä? Na doch, man sieht sie ganz hier zum Beispiel. Meine Kamera ist richtig schlecht geworden. Ja, und ich gucke gerade, wie ich die bekämpfe. Da tue ich jetzt Backpulver drauf und hoffe, dass sie dann weggehen, weil sonst würden die nämlich die Wurzeln dieser Pflanze fressen. Dann wird die auch nicht mehr lange leben und ich möchte, dass die lange lebt. So, ich hole jetzt meine Schwägerin ab. Die hat mich spontan angerufen, ob ich sie noch mitnehmen kann. Und deswegen bin ich jetzt auch nicht fertig oder so. Und ich bin ein bisschen spät dran. Es ist schon 5 nach. Und ich brauche... Ach, ich fahre noch nicht. Auf jeden Fall bin ich spät dran und wir sehen uns gleich. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Emil hat mir heute eine Überraschung gemacht und hat bei Veggie Delicious bestellt. Das ist bei uns in Mielefeld so ein Laden. Der imitiert Fleisch- und Fischgerichte. Und das hier ist, ich weiß gar nicht, Tom-Kha-Gai-Suppe. Das ist mit Kokos und hier drin ist, glaube ich, Hähnchen. Also natürlich kein echtes Hähnchen. Dann habe ich noch einen Burger, Avocado-Burger. Und das hier ist, glaube ich, auch Hähnchen. Ja. Und Frühlingsrollen auch. Und Salat. Jetzt gibt es noch ein bisschen selbstgemachten Zitronenkuchen und Halva. Und der ist auch richtig schön fluffig. Ah, hier ist wieder das Käse drin, glaube ich, ne? Wir sehen uns wieder zu Hause. Ich habe übrigens aus Versehen vorhin das DSL-Kabel aus der Wand gerissen, weil ich hier hängen geblieben bin. Auf jeden Fall ist die Matratze jetzt oben. Emil hat sie hochgebracht. Ich habe sie schon rausgenommen und
Das ist auch eine Kooperation. Ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Das kam wirklich wie von Gott. Wir haben noch gerade irgendwie eine Woche, bevor diese Kooperation stattgefunden hat, haben wir gesagt, ey, wir brauchen unbedingt eine neue Matratze, weil die einfach zu weich ist. 1,80 mal 2 Meter hart. Hart mit D? Englisch. Ah ja? Oh mein Gott. Ich dachte, hä, seit wann wird hart mit D geschrieben? Okay. Guten Morgen zu Ramadan Tag 4. Ich muss jetzt meinen Bruder abholen und zum Corona-Testzentrum fahren. Auf jeden Fall ist für mich heute Fastenstopp. Es gibt ja gewisse Gründe, warum man das Fasten pausiert und nachholt. Ja, ich glaube, ich muss dazu nicht mehr sagen. Aber ich werde trotzdem nicht vor Imid oder vor der Familie essen. Ich werde heute dann einfach zu Hause bleiben. Es ist voll schönes Wetter, aber ich bin richtig kaputt. Vielleicht muss ich noch Schmerztabletten holen. Man muss die Tage halt dann nachholen, wenn man wieder bereit ist zu fasten. Nicht fasten müssen Schwangere, alte Menschen, kranke Menschen, Kinder und menstruierende Frauen. Aber sobald eins davon wieder gegeben ist, zum Beispiel wenn jemand krank ist, wieder gesund ist, dann soll man die Tage nachholen. So, wir sind wieder at home und ich zeige Nil jetzt gerade, wie man Reis kocht. Und zwar habe ich jetzt einfach hier eine Tasse Reis gewaschen. Wem schickst du das? Das wird da in den Vlog kommen. Ach so. Ich mache doch momentan Ramadan-Vlog. Okay. Also Reis gewaschen. Und auf ein Glas Reis von diesem deutschen Langspitzenkornreis kommt 1,5 Gläser Wasser. Und dann habe ich hier Brühe reingemacht und Salz. Und das wird ganz lecker schmecken, glaube ich, für dich. Und da kommt gleich noch Butter rein. Das war es. Das ist ganz, ganz einfach. Nein, ja. Leute, entschuldigt diesen Winkel. Oh, ich bin so kaputt. Ich habe vorhin ein Eis gegessen. Split. Aktuell mein Lieblingseis. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und guck mal bitte, wie blass ich bin und meine Augen, wie rot die umrandet sind. Oh, ich glaube, ich schlafe gleich eine Runde nach dem Essen. Ach, genau, ich wollte mich informieren, ob ich jetzt überhaupt den Koran lesen darf. Weil, wenn ich nicht fasten darf, ich glaube, in der Moschee geht das dann ja auch nicht. Und deswegen wollte ich mich jetzt einmal erkundigen, ob ich überhaupt den Koran lesen darf, weil ich muss ja 40 Seiten lesen, habt ihr ja mitbekommen, ne? There are two things when it comes to the Quran. Okay? One is reciting the Quran and the other is touching the Quran. Okay? Den Koran lesen. Mit Unterschied der Gelehrten, ob man den Koran was berührt oder nicht. Heute haben wir sowieso nicht dieses Problem. Was gibt es heute? Alles digital. Es gibt in dieser Sache auch Meinungsverschiedenheiten und es wird viel rumdiskutiert und Beweislagen werden gebracht. Der Meinung, die ich folge, ist, dass die Frau in der Periode den Koran anfassen kann, ohne Probleme, dass sie ihn lesen kann. So auch derjenige, der kein Wudu hat, kann den Koran anfassen und lesen. Also, anscheinend machen manche Unterschiede zwischen dem arabischen Koran und dem deutschen Koran. Ich habe jetzt einige Stimmen gehört, die gesagt haben, ja, okay, es ist ja nur der deutsche Koran, deswegen kannst du den ruhig anfassen. Ja, ich habe mich jetzt entschlossen, den Koran über die App zu lesen, so wie ich es letztes Jahr gemacht habe. Das Coole ist halt auch, dass ich den Koran dann auf Arabisch abspielen lassen kann. So, Emi ist nach Hause gekommen von der Arbeit und ich koche jetzt noch was. Und zwar gibt es Pasta mit grünem Spargel. Dazu schneide ich dann hier diese holzernen Enden ab und werde die dann am Ende 3-4 Minuten mit in die Pasta geben, dass die einfach ein bisschen kochen. Und ich mache dazu eine Zitronen-Parmesan-Soße. Guten Morgen zu Tag 5 Ramadan. Ich nehme den jetzt auch noch mit rein, weil Tag 3 und 4 war irgendwie so nix los. Und heute ist der Geburtstag meiner Schwester. Sie wird 17 und da nehme ich euch so ein bisschen mit, wie wir zusammensitzen. Ach so, Leute, Emil schläft noch. Das heißt, ich werde jetzt schnell was essen, damit er das nicht mitbekommt. Und das Krasse ist halt, auf dem Geburtstag wird der ja auch fasten.
Und die anderen werden safe keinen, also kann man ja nicht erwarten, muss man ja auch nicht. Es ist ja sogar, glaube ich, wie sagt man, Sawab, wenn andere essen und du daneben fastest oder so, ich weiß nicht genau. Ich mache mich jetzt fertig, Emil ist mittlerweile auch schon wach und dann geht's gleich auch zu meiner Schwester. Ja, erstmal eingecremt. Wir fahren jetzt los, wir müssen aber vorher noch einen Zwischenstopp machen, ich wollte hier unbedingt eine Benjamin Blümchentorte mitbringen. Und das Make-up ist leider nicht so geworden, wie ich wollte, aber egal jetzt. Bei mir auch nicht. Und gehen jetzt noch die Shisha holen. Abholen, ne? Ja, wir holen die Shisha abholen, ne? Bis gleich. Mit drei Schlauchanschlüssen von Luna. Das kann ich euch machen für, die kostet 80 Euro. Lasst uns gemeinsam in die Zukunft sehen. Happy Birthday to you, Marmelade im Schuh, Aprikose in der Hose und Liebe dazu. Dankeschön. Unsere Katze hat ihre Babys bekommen und ich helfe ihr gerade beim Füttern. Weil der Napf steht draußen, aber sie muss ja nicht extra rausspringen. Sie darf davon hier essen. Na fein, ja. Hast du toll gemacht, mein Schatz. Hast du ganz toll viele Babys bekommen. Also Leute, wir sind jetzt wieder zu Hause und es war wirklich kein Spaß. Wir sind vorhin nach Hause gekommen, also ich habe ihn abgeholt von der Arbeit. Und dann war ich hier im Zimmer, habe ein bisschen Jane the Virgin geguckt. Auf einmal, ich wollte raus aus dem Zimmer, diese Spinne läuft in meine Richtung. Ich habe so eine fette Spinne, ich hatte gerade so eine Panikattacke. Guckt euch das mal an. Boah. Ich bin sie kurz raus. Emil, du bist mein Held. Leute, ich habe so geheult. Na, sprich, ich weiß nicht, was ich ohne dich machen würde. Ey, Leute, das ist noch gerade eingefallen. Ich habe so doll geschrien, dass meine Hände dabei gezittert haben. Ich glaube, das ist das Einfrieren, dieses... Ja, ich war... Spannung. Ja, ja, so dolle Spannung, dass meine Hände so gemacht haben. Also wirklich, ich konnte mich nicht bewegen. Ich habe gesehen, wie diese Spinne rennt auf mich zu. Aber ich war so... Und dann irgendwann habe ich nach... Wie, 2 Sekunden bin ich auf einmal ins Zimmer abgehauen, ne? Glaube ich. Habe ich gesagt, Spinne? Ach, da war ich noch eingefroren, als du das Glas drüber gemacht hast. Erinnerst du dich nicht? Ich erinnere mich nicht, ne? Aschko, das war gerade ein Trauma. Ich weiß nicht, woher das kam. Haben die das Schreien gehört, Hallo. Die Jungs? Haben die das gehört? Frag mal. Habt ihr gehört, ne? Boah, du weißt, was für eine fette Spinne war? Ich dachte auch, was los? Ich dachte auch, sie dreht durch. Ich guck sie an, sie kommt auf den Boden und schreit einfach. Sie bewegt sich aber nicht. Schockstarre. Ich bin hier freilassen. Ich hab sie zu euch geschickt. Held. Danke. Nochmal. Ich dachte, du machst Spaß, Alter. Du schreist. Dein Ernst? Ja, das hat die für Krämpfe, Alter. Hast du die gesehen? Ich konnte mich nicht bewegen. Ja, ich dachte, was? Sie kommt auf den Boden und schreit einfach. Leute, das war's mit dem Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt gerne alles, was ihr wollt, in die Kommentare, ob es euch gefallen hat oder nicht. Und folgt mir auch gerne auf Instagram. Da versuche ich auch sehr aktiv zu sein. Normalerweise bin ich das auch jetzt während den Ramadan-Vlogs ein bisschen schwierig. Ja, wir wünschen euch weiterhin ein schönes Ramadan und ich freue mich über einen Daumen nach oben und über ein Abo.